Die große Kontrollstation oder diese Großkontrolle findet eigentlich im Rahmen der polizeilichen Ausbildung statt. Das heißt, es wird turnusmäßig, werden junge Polizeischüler an die Thematik Schwerlastverkehr herangeführt. Es wird zwar im Verkehrsrechtlichen theoretisch natürlich besprochen, und so haben die jungen Kollegen auch mal die Möglichkeit, so Schwerlastkontrollen an sich im Echtbetrieb durchzuführen und auch im Echtbetrieb zu sehen, was denn genau wichtig ist und was an Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vorkommen kann. Soweit bei zwei LKW-Kontrollen dabei war jetzt noch nichts Großes. Wir waren gerade eben ja gemeinsam bei einem LKW, da war ich nicht von Anfang an dabei, aber da hat man jetzt ganz deutlich gesehen, dass der Reifen extrem abgefahren ist. Also da hat man schon die Karkasse gesehen, der Reifen war schon ja, rissig. Es war dann natürlich schon interessant, mal zu sehen, wie sowas ausschaut, wenn der wirklich komplett abgefahren ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie gefährlich das auch werden kann. Ansonsten bei dem LKW war noch das Problem die Ladungssicherung. Die war wohl auch noch falsch. Also mit Stützlast und Achslast ist uns da eben genau erklärt worden und am Beispiel gezeigt worden, wie das auszusehen hat. Also der LKW bleibt jetzt auch erstmal stehen. Der darf jetzt nicht weiterfahren, und bis das Problem eben behoben ist.